Der Budo Club Mülheim ist in diesem Jahr Gastgeber der deutschen Verbandsmannschaftsmeisterschaften im G-Judo. Dabei kämpfen Menschen mit Behinderung in verschiedenen Kategorien um eine der begehrten Trophäen. Die Atmosphäre ist klasse und ich glaube, wer es hier das erste Mal herkommt, wird von der Fairness und von der wunderschönen Atmosphäre begeistert sein. Die Sportler strahlen Begeisterung aus und das sind auch die Wichtigsten, die hier heute tätig sind. Ja, die Vorbereitungen waren stressig, jetzt geht es so langsam, wenn es läuft, läuft und dann sind wir sehr zufrieden. Ein Platz auf dem Treppchen, das wird uns schon freuen. Wir haben Teilnehmer gefragt, was die Sportart und den Wettkampf so besonders macht. Dass es auch Spaß macht und man sehr viele Erfahrungen sammeln kann, mache ich damit. Und es macht auch sehr Spaß. Mein Judo ist mein Leben. Ich habe schon öfters kämpfen. Ich bin auch dieses Jahr Olympiasieger geworden. Wir waren ja bei Special Olympics in München. Und ja, ich mache Judo, ich bin jetzt fast 15 Jahre dabei. Wir wollen uns den Titel zurückholen, den wir letztes Jahr leider verloren hatten gegen Berlin. Und wir hoffen, dass wir ihn heute zurückholen können in der Männermannschaft. Mannschaft ausgefallen.